Willkommen zurück zu Pokémon New Snap! Ich habe wieder eine weitere Runde gefahren im gleichen Gebiet und ich möchte euch gerne meine Bilder zeigen, bevor wir dann hoffentlich Level 2 erreichen und somit dann mit der Story weiterkommen vermutlich. Ja gut, bei Trombok habe ich jetzt eigentlich nichts wirklich Neues, deshalb kann das eigentlich auch so bleiben. Ja, Costurso, besseren Blick. Psyau habe ich tatsächlich immer hier in 2 Sterne gefunden. Hat sich hinter dem Stein versteckt. Und da habe ich es halt erschreckt. Tangulus soeben. Kecleon gibt es überall auf der Map. Actually. Ja, das können wir mal nehmen. Bumper habe ich nur so nebenbei. Sesokids genauso. Zenlong genauso. Kronio wild eigentlich auch. Aber hier habe ich 2 Sterne und hier nicht. Ja, nehmen wir mal das 1-Sterne-Bild, weil wir haben schon 2-Sterne-Bild. Bisasam hatte ich die besten Bilder mit. Ich meine, es ist Bisasam, guckt euch das an. Natürlich ist das 3 Sterne. Oder dieses Bild, ich speichere das ein. Es ist einfach so ein geiles Bild. Ach ja, und hier neben. Hier, so ein geiles Bild einfach. Kristallblume, ja, falls ich es halt brauche, ne? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie wirkt das nicht so, als würde ich eins davon brauchen. Das habe ich nie fotografieren wollen. Ein Kecleon. Aha. Cool. Let's go. Hoffentlich geht so das Spiel weiter, aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie wird mir das Spiel langweilig. Das Spiel ist nicht schlecht oder so, aber so langsam wird mir das Spiel wirklich langweilig. Also es muss mal hier zum Ende kommen. Ich hoffe, dass jetzt hier raus nach dieser Fotobewertung dann irgendwas in der Story passiert und nicht, dass ich wieder keine Ahnung habe, was ich machen muss und dann wieder viel zu lange rumsuche, um zu schauen, was ich eigentlich machen muss. Auf sowas habe ich keine Lust. Ich brauche ein 4-Sterne-Bisasam-Bild, Mann. Vielleicht kriege ich das noch. So, erstmal Level 2 hier mitnehmen. Komm, bitte sag mir, yo, ey, voll krass. Nö, schade. Du hast 100 Fotos mit einer Goldbewertung geschossen. Comic-Symbol 06. Ah doch, übrigens. Dass mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich Neuigkeiten für dich. Ja, erzähl her. Komm, erzähl. Was ist das für Neuigkeiten? Komm schon, neue Lumina-Pokémon, please. Ich will was Spannendes machen in meinen Videos. Ich will nicht immer die gleichen Level zeigen. Komm schon. Komm schon. Was willst du denn hier? Ich habe gehört, es gab wieder einen gewaltigen Energieanstieg, als du auf Erkundung warst. Los, Professor, erzähl uns davon. Also gut, hör zu. Im Wald habe ich einen beachtlichen Energieanstieg gemessen. Das war ohne Zweifel ein weiteres Lumina-Pokémon. Mir scheint, als gäbe es da einen Zusammenhang mit den Ruinen, die wir in der Nähe gesehen haben. Würdest du bitte dorthin aufbrechen, sobald du bereit bist? Okay, machen wir das. Let's go. Let's go. Auf zum Lumina-Pokémon von Bellos. Aha. Das heißt, hier im dichten Dschungel gibt es gar kein Lumina-Pokémon, oder wie? Oder hat... Und dann vielleicht bei Kopia, wenn das hier auch noch zu Kopia gehört, dann war das Lumina-Pokémon von Kopia. Floria war natürlich mir gar nichts, wissen wir. Aber was ist dann von Volca? Das müssen wir auch noch rausfinden. Na, vielleicht... werden ja ein paar Fragen beantwortet, sobald wir dieses Lumina-Pokémon entdeckt haben. Let's go! Bin ich mal gespannt, wer es sein wird. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Also, lass mal sehen. Sieht so aus, als kennen wir das Signal. Von direkt unter dir? Ein Milotic. Schnell, folge dem Milotic. Aber wie riesig das vor allem ist. Damn. Ja, okay, Megani war auch riesig. Muss man dazu sagen. Hey, 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 dreh mich nicht. Wenn es an die Oberfläche kommen würde, könntest du eine Lumina-Kugel einsetzen. Wie kriege ich es dazu, an die Oberfläche zu schwimmen? Yo, hey, ignoriere mich nicht.
jetzt irgendwas, wo ich dran stößen könnte? Hier so einen Apfel reinwerfen oder so. Aber jetzt schwimmt es weg. Hey, bleib hier! Vielleicht kann ich hier so einen Apfel reinschmeißen und dann denkt die sich so, yo, geil, ein Apfel, oh mein Gott. Ja, ich glaube schon. Oder? Ja, wo ist sie jetzt hin? Hier ist sie. Will sie mit einem Apfel? Wo schwimmen wir lang? Vielleicht hilft ja ein Samtapfel, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Seine? Ja, und wie auf ihn drauf oder was? Oder auf sie drauf, whatever. Antike Ruine? Schon wieder? Ich glaube, das letzte Level wird wirklich einfach eine Ruine. Und es baut sich ja alles drauf auf. Da bist du. Hey, 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 bleib stehen, bleib stehen. Hey. Hey. Bonk. Hey, ignoriere mich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was zu tun ist. Ich verstehe dieses Level nicht. Aber jetzt zeigt es doch ihren Kopf. Jetzt zeigt es doch ihren Kopf. Oder noch mehr Äpfel draufschmeißen. Aber Alter, wie riesig das ist. Hey, bleib stehen! Ich treff's halt auch gar nicht. Also so überhaupt nicht. Ja, jetzt ist es wieder im Wasser. Diese Schlangenbewegung. Genau, ja, komm näher, komm näher. Perfekt, perfekt. Ja, nice, jetzt habe ich es getroffen. Nochmal treffen? Aber wie kann das sein, dass ich sie die ganze Zeit nicht treffe? Es wirkt die ganze Zeit so, als würde ich treffen. Da zum Beispiel bin ich 100%ig getroffen, aber es juckt sie nicht. Ich glaube, ich muss es mal mit dem Ding hier treffen. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt habe ich mal ein gutes Bild bekommen. Einmal, immerhin. Hey. Hä? Wo ist sie? Okay, springt einfach über mich und ich sehe es halt nicht. Was ein schönes Bild. Und da ist es wieder weg. Jetzt muss ich wieder neu treffen. Okay, Melodik ist ein bisschen kompliziert. Wo ist eigentlich das Ende hier? Ich sehe es gar nicht. Aber ich frage mich, wie das Spiel jetzt weitergeht nach Milotic. Wir hatten bisher Megani, Lusadin und Milotic. Zwei davon sind einfach Wasser-Pokémon. Muss man das mal ausgleichen hier? Vielleicht noch ein Pflanzen-Pokémon, das 6 ist? Keine Ahnung. Ah, wir sind schon am Ende. Okay. Ja, es ist weg. Ich glaube, es ist weg. Ja, das sagte ich bereits. Kehre ins Basiscamp zurück. Okidoki. Jetzt Plot-Twist. Nein! Das ist Exodus ist weg. Hier ist noch ein zweites Pokémon. Nee, sowas meine ich ja leider nicht. Okay, ich hoffe, ich habe zumindest 2-Sterne-Bild von ihr. Vielleicht sogar 3 Sterne, wenn ich Glück habe. Wäre nice. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich in diesem Let's Play alle Pokémon in hohen Sternbilder machen möchte. Weil das wäre sehr aufwendig und ich will ja theoretisch eigentlich nur das ganze Spiel zeigen. Mehr oder weniger die Story. Was, die ganzen Bilder zählen hier sogar gar nicht mal. Ich muss hier sowas hier erreichen, so ein Bild. Sonst geht's gar nicht weiter. Aha. Was ein schönes Bild. Ansonsten sowas. Na, sonst denke ich halt sowas. Oder das hier. Ich nehme mal das hier, glaube ich. Ohne Motiv. Ja, okay. Understandable. Ja, nur 2 Sterne leider. Ich weiß nicht, wie man 3 oder vielleicht sogar 4 Sterne erreichen soll. Na, egal. A new discovery. Dum dum. Bum. Level 2? Ja, Level 2. Gut. Das schönste aller Pokémon. Schon schön, auf jeden Fall. Rasterfolie. Jo, du hast übrigens was Neues freigeschaltet im Spiel.
Ja, okay, gucken wir uns gleich an. Erstmal die Milotic-Bilder. Das hier wäre doch voll Thumbnail-Potenzial, oder? Was meint ihr? Vielleicht ein bisschen mehr rauszoomen. Und vielleicht ein bisschen mehr reinzoomen. Keine Ahnung. So, was haben wir denn jetzt Neues hier freigeschaltet? Zeig uns das doch. Professor. What is new, Professor? Jetzt kommt so eine Cutscene. So, oh mein Gott. Wir haben die Ruine ausfindig machen können. Nee, schade. Eine weitere Insel! Ein weiteres Lumina-Pokémon! Ja, genau, so wurde es in den Lentil-Chroniken beschrieben. Es scheint tatsächlich auf jeder Insel ein Lentil. In Lentil eines zu geben. Wie hat Captain Vince das wohl herausgefunden? What? In seinem Buch steht, dass er nur zwei Lumina-Pokémon begegnet ist, oder? Ja, aber trotzdem glaubte er, dass es vier von ihnen gibt. Oh, es gibt vier. Dann gibt es nur noch in Wolke 1 und dann sind wir durch, oder? Es gibt immer noch so viel, was wir nicht wissen. Gerade das macht es so spannend. Oder vielleicht ist das vielleicht ja das Letzte. Aber ganz ehrlich, es muss ja jetzt irgendwas in Wolke sein, oder? Hi. Hallo. Na, knipst ihr viele schöne Fotos? Ich habe euch doch neulich empfohlen, hier im Basiscamp Fotos zu machen, stimmt's? Ja, es gab richtig viel zu sehen. Das hat Spaß gemacht. Wie wäre es, wenn ihr beim nächsten Mal von einem anderen Punkt aus startet? Da entdeckt ihr bestimmt wieder neue Seiten an den Pokémon. Von einem anderen Punkt? Was meinst du damit? Wie wär's mit dem hier? Das wäre mal was anderes. Die Strecke ist anders, je nachdem, ob man hier startet oder vor dem Labor. Verstehe. Das muss ich darüber ausprobieren. Ach ja, wenn ihr Fotos im Basiscamp knipsen wollt, müsst ihr das Symbol oben links auswählen. Um ein guter Fotograf zu werden, ist es wichtig, auf alles um einen herum zu achten. Aber macht euch da keine Sorgen. Konzentriert euch erstmal darauf, viele Fotos zu knipsen und Spaß zu haben. Der Rest kommt von ganz allein. Aha. Wenn das Spiel will. Warte, bevor wir das machen. Ist jetzt hier irgendwas Neues, weil? Sich auf Wolke oben. Hier gibt es bestimmt viel zu entdecken. Okay. Hier habe ich schon Level 2 freigeschaltet. Hä? Was möchte der denn von mir? Na komm, machen wir erstmal hier. Oh, guck mal, wir haben jetzt sogar einen neuen Titelbildschirm. Cool. Schöne Perspektive. Besser ist ständig nur dieses gleiche Haus zu sehen, um ehrlich zu sein. Von daher sage ich da jetzt nichts zu. Also nichts gegen, meine ich halt. Was macht ein Rad? Ich habe doch nie einen Radfratz in diesem Spiel gesehen, ne? Mogebaum hat's aufgegeben, sich nicht erkennen zu lassen. Erkenntlich zu zeigen, whatever. Das kommt zu mir. Guckt euch Radfratz an, wie cool. Was, hier ist irgendwas? Lagerfeuer halt. Das Lagerfeuer brennt ruhig vor sich hin. Und Unratütox. Ich wusste, ich habe Unratütox hier drin gesehen. Hey, lass mal den Apfel hier. Du auch. Awesome. Oh. Radfahrt interessiert sich so null. Yo! Muggelbaum. Der rennt mich einfach die ganze Zeit. Ach, da halt nicht. Stralilli. Komm schon. Schrei rum. Ja, erstmal schneller. Ich habe keine Zeit für dich. Bist du nicht Starter Show? Beeil dich. Schön. 2 Sterne hoffentlich. Okay, aber der Weg wirkt mir jetzt nicht groß anders. Oh, ein Dedenne! Hallöchen, Dedenne! Whee! Nein! Das Dedenne ist runtergefallen! Nein! Was? Hier rechts ist noch was. Da scheint etwas im Gras zu sein. Was? Was soll denn da im Gras sein? Keine Ahnung. Pika Pika!
Spicker. Schön. Oh doch. Mann, wie glücklich es guckt. Schade, dass es aber keine Mega-Pokémon hier in diesem Spiel gibt. Das wäre noch ziemlich cool gewesen. Oh, wir können hier jetzt lang. Schade, dass es hier endet. Vermute ich mal. Ich weiß nicht, wo es sonst lang ginge. Aber ich bin froh, dass wir hier lang können, weil hier nach oben... Warte, gehen wir jetzt rein? Man hat ja schon gesehen, dass es drin Pokémon gibt. Oh, das wäre ja, das wär ziemlich cool, wenn man jetzt rein könnte, ne? Oh, kann man sogar, glaube ich. Ja! Ja, nice. Ja, wo seid ihr denn? Ach, guck mal, ja, wie süß die am Schlafen sind, die beiden. Welcher knuffig. Hä? Ach so, hier oben. Die Hochetage ist erbost, die dem Professor als Wohnbereich. Okay. Na. Oh. Niedlich. Hä? Und wo gehen wir jetzt lang? Aha. Und das war's. Jetzt gehen wir wieder raus. Ja. Kann ich nochmal rein? Schade. Das ist einfach nur so ein Bonusgang. So gesehen. Kann ich dir so ein Ding geben? Ja, schön. Hoffentlich 2 Sterne hier, ja. 3 ganze. Erstmal. Oh, das ist so niedlich. Schön. Skoppel du auch noch, bevor ich hier abhaue, ne? Hast du gehört? Skoppel. Skoppel, mein Freund. Hoppel die Hop Hop. Ja, okay, das war's. Komm, wir können aufhören. Das war's. Ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich kann mal gucken, dass ich... Oh Gott, die Bäume. Ich kann mal gucken, dass ich Volker, diese normalen Tag- und Nachtdinger, noch mal kurz mache. Aber ansonsten wüsste ich halt überhaupt nicht, was jetzt noch gewollt ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, endet das jetzt auch hier? Oder wie sieht's aus? Hattest du Spaß? Ja, warum nicht? Endet das jetzt auch? Ja, okay. Keine Ahnung, warum der nicht sofort beendet hat. Er wollte noch lange weitermachen. Okay, was haben wir denn für schöne Meisterwerke gemacht? Ja, das ist das einzige Bild, wo man Radfratz wirklich gut sehen kann. Und irgendwie mag ich dieses Bild vom Mogelbaum, weil er so richtig depressed aussieht. Das ist lustig. Nicht falsch verstehen. Nicht aus dem Kontext ziehen. Genau. Hä? 3 Sterne? Wegen sowas? Ja. Ist ja so unnormal, dass ein Skoppel rumhüpft, weißt? Okay, Spiel. Ganzen Bilder von... Oh, das sind alle niedlich. Aber welches davon will ich nehmen? Ah. Süß. Evoli hat auch dieses. Genau das. Okay. Oh, was? Die Denne habe ich nicht bekommen. Oh, die Denne habe ich nicht aufs Foto bekommen. Schade. Ja, aber gut, den dafür den Rest, würde ich mal sagen. Immerhin. Okay. Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, dass ich kurz offscreen Volker nochmal mache. Am besten fange ich mir erstmal mit Tag an, weil ich meine, Nacht hätte ich schon gemacht. Mal gucken. Falls ich da dann am Ende aber nichts Neues rausfinde, wie es weitergeht, dann keine Ahnung, was ich dann mache. Vielleicht wird die Folge dann verzögert irgendwann später rauskommen. Ich weiß nicht. Da muss ich wieder so viel Recherche machen, wie es weitergeht. Und das ist dann wieder so anstrengend. Ich habe keine Ahnung. Aber naja. Level 2 vielleicht? Niemals. Nee. Keine Ahnung, ob das überhaupt Level 2 erreichen kann. Laborerkundung. Ja, kann man, aber egal. Labor. Und nichts. Aha.
Nee, es hat sich nichts geändert. Okay. Gucken wir uns noch kurz unsere Meisterwerke an. Und damit meine ich eigentlich nur das eine Bild hier von Ordoch. Hat es dir geschmeckt? Da stand da doch, oder? Der hat etwas entdeckt. Ach so. Oh, das Bild ist aber auch ziemlich süß. Oder halt diese Bilder hier, wo es sich so freut. Vergrößern. Ah, cool. Hat schon lange nicht mehr gemacht. Okay, komm. Gucken wir mal nach, wo das letzte Pokémon ist. Oh, hey. Ich habe ganz vergessen, dass wir hier jetzt Level 2 erreicht haben. Vielleicht sollen wir einfach nur hier Level 2 spielen. Und ich habe gerade in der Cutscene gesehen, dass hier oben ein Aerobterix auf uns wartet. Ja. Kann sein, dass wir einfach nur dieses Level 2 hier machen sollen. Und dann kriegen wir schon direkt... Shinox! Das, was wir wollen, danach wir suchen. Die rollen einfach ab von mir. Die rollen einfach ab. Was ist das für Shinox? Die rollen einfach ab von mir. Oha. Hey, Flauschi. Guck mich an. Oder du fliegst weg. Bye, bye. Ja, es kann auch gut sein, dass wir einfach nur hier lang müssen nochmal. Und dann was freischalten. Weil ich habe es nochmal Tag gemacht. Aber dann ist mir aufgefallen, hey, wir können auch das hier machen. Vielleicht sollen wir einfach... Oh, hi. Du kommst ein bisschen random. Dann hi und bye. Oh, ich merke gerade, dieser Ort ist aber der längste, glaube ich, von allen bisher. Fiaro. Fiaro ist auch ein ziemlich cooles Pokémon. Ziemlich cool. Hier ist was. Ein fröhliches Summen ist zu hören. Aha. Lumanda! Hallo Lumanda. Noch was? Noch was? Hier. Nonne Kristallblume, ja. Schon klar. Aber irgendwo ist ja jetzt das, irgendwie ist ja jetzt das Pokémon hier weg, ne? Dieses riesige Fossil-Pokémon, was angeschrien hat und dann weggepusht hat dadurch. Dann ist das halt so. Ja, stimmt, die Höhle war mega lang hier, ne? Egal, komm, das packen wir noch in die Folge rein. Auch wenn sich hier nichts ändert, das hier werden wir noch reinschnarren. Ach, da bist du, ey, du hast geschlafen. Du hast deinen Part verpasst, Mann. Was ist mit dir? Hey, weg da! Blob. Blob. Hey, nein. Ich treffe ihn nicht. Ach, wir sind zu spät gedruckt. Ach, egal. Und noch einer. Hallöchen. Mögen Sie sich mal erkenntlich zeigen? Ja, ey, wach auf. Hey! Rührt mich da nicht. Ich will jetzt auch seinen Po nicht fotografieren, oder? Will ich das? Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Wer weiß, vielleicht braucht man es noch. Das war der Wahnsinn. Ja, aber das Profoto war viel zu weit weg. Ich komme halt auch nicht näher ran. Der ist da irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Ich höre die ganzen Geräusche. Bist du das, Jiglumanda, mit den Geräuschen? Ruhe ja, Klappe! Hey! Blob. Dass aus dieser Richtung ein seltsames Signal kommt. Okay. Aber ich muss sagen, Level 2 ist ja wirklich komplett anders als Level 1. Also wirklich komplett anders. Tanz für mich rum. Dann nicht. Was mache ich denn hier? Niedlich. Wir sind alle beide so niedlich. Oh, leckt sich die Pfote. Und du mampfst wieder da irgendwas dran. Schön, hallo. Hallo Kurtel, dich wollte ich auch unbedingt mal fotografieren. Schmeckt dir die Lava? Wie kann Glumanda es hier aushalten? Oh, du willst den Apfel, ne? Oh ja, du willst den Apfel. Du willst den Apfel. Jetzt vielleicht noch einen Apfel. Komm schon, ich weiß, du willst sie. Mhm.
Es ist bitte schneller. Ich bin jetzt fast weg. Beeil dich bitte. Ich muss hier weg. Oh, lol. Okay. Ja, das ist ja komplett anders hier auf Level 2. Ich glaube, hier ist irgendwo das Ende, ne? Kann gut sein. Vielleicht kriegen wir dann für die nächste Folge was Neues freigeschaltet. Oh mein Gott, dann ob du! Yo, Bro! Wo sind deine... Ja, ich wollte gerade sagen, wo sind die? Da sind die... Du bist vorbewegt. Fuck. Ja, ohne seine Zacken ist es nicht das Richtige. Ja, da bleibe ich bei. Für immer und ewig. Hallo, Aerodactyl. Schön, dass du auch mal hier bist. Tanz mal für mich rum hier. Okay, dann nicht. Du willst einen Apfel. Du willst einen Apfel haben, oder? Ja, du willst auch einen lecker Apfel. Er will einfach nicht. Was soll das heißen, du willst nicht? Ach man. Was ist denn hier? Antike Ruinen. Haben wir sie gefunden? Hinter dem zerstörten Bogen erstreckt sich eine tiefe Höhle. Oh Leute. Ich ahne schon was für die nächste Folge. Ich glaube, in dieser Folge passt das nicht mehr rein. Wenn die Folge hier nicht so lange ist. Geil. Schönes Foto, ja. Super. Rein da! Jetzt bitte aber nicht durch die... Okay, ich dachte gerade, der schießt mich durch die Wände hoch. Zum Glück nicht. Zum Glück haben die dran gedacht. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge was zu erkunden haben. Dann nehmen wir lieber hier 2 Sterne. Weil wir das noch nicht im Album haben, genauso wie hier 1 Stern. Oder allgemein Scheinungs haben wir noch gar nicht, aber als ob das hier alles keine guten Scheinungsbilder wurden. Ehrlich jetzt? Schade. Ja, Pampyro so nebenbei nur. Fiaro das erste Mal. Hier auch nur nebenbei. Na, erst. 2 Sterne hier zumindest, aber irgendwie haben wir schon 2 Sterne, deshalb lohnt sich 1 Sternbild mehr, um ehrlich zu sein. Sowas hier zum Beispiel. Tornupto 3 Sterne! Glumanda 3 Sterne! Kurtel 3 Sterne! Mehrere 3-Sterne-Bilder von Kurtel, wie es hier überall im Essen ist. Aber war nicht das eine 4 Sterne hier? Das hier? Das ist kein 4 Sterne, sondern nur 3? Okay. Okay, okay, okay. Antike Ruine. Warte, ich muss die antiken Ruinen auswählen. Ach so, darum ging es, dass ich das hier fotografiere. Ich sollte das hier einfach fotografieren. Darum ging's. Okay. Naja gut, dann haben wir das jetzt. Dann können wir dann nächste Folge das Lumina-Pokémon aus den antiken Ruinen wahrscheinlich finden. Vermutlich. Ich werde jetzt auch ein bisschen labern darüber, deshalb werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Hinweise drauf bekommen für die nächste Folge. Übrigens kommt Pokémon New Snap jetzt nicht mehr so oft, falls man es noch nicht bemerkt hat. Ich suche da gerade sehr viel Miitopia. Deshalb kommt Pokémon New Snap nicht mehr so oft, oder New Pokémon Snap, wie auch immer es heißt. Ist mir egal, was dies will. Tornupto! Was ein schönes Pokémon. Irgendwie mag ich das Bild aber auch. Ich mag beide Bilder, ich nehme einfach das rechte mal. Antike Ruin! Das hier, da eine Ruine aus Volker. Aha. Lösung des Rätsels. Ich glaube auch du, mein Freund. Hier wahrscheinlich die Hälfte durch, oder? Ja. Okay, wir erhalten blaue Lava, Elektrosammler, Vulkan, Typ Elektro. Was für ein tolles Foto. Ich werde es als mein Favorit hochladen. Cool. Ach ja, und da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, wenn du fertig bist mit den Fotos. Ja, die wollen wir uns natürlich noch schnell anschauen hier. Hier, was hatten wir denn hier so? Wir hatten... Dieses Bild war das, oder? Ja, genau, dieses Bild fand ich richtig cool. Hier ranzoomen, wäre cool. So. Das ist doch ein cooles Foto.
Ich weiß nicht, ob ich es gescreenshotet habe. Ich fand es einfach ziemlich cool. Kurtel ist natürlich auch ziemlich cool. Tornupto aber auch. Na, welche von beiden ist denn cooler hier? Ich weiß nicht, welches Kurtelbild ich besser finde. Ansonsten das hier halt auch irgendwie was, oder? Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hier einen tollen Nupto. Kann ich auch drumherum gehen? Nee. Ich kann mich hier nicht rumbewegen. Schade. Aber okay. Was sind deine Infos, Professor?